Hey ho und let's go nach langer Zeit wieder mit Pizza Connection 3. Puh, ganz schön lange her, zumindest für mich. Ihr habt 2-3 Parts in den letzten Tagen bekommen, die waren allerdings schon etwas veraltet. Jetzt sind wir aber wieder aktuell. Und soweit ich weiß, läuft's gut für uns. Das Restaurant, das weiß ich noch, das macht nichts gut. Da kriege ich einfach keinen Gewinn, aber auch keinen großen Verlust. Deswegen zählt das zumindest für die Hauptmission als Restaurant, deswegen gebe ich es nicht auf. Die anderen zwei sind ja relativ gut. Wobei ich gerade sehe, Leute verlassen das und... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Grafikfehler und Motivation, denke ich, ist das. Ne, ich wollte euch anklicken. Ja, ist niedrig, weil sie gehen, aber warum kriegt ihr es überhaupt nicht hin? Das kapiere ich nicht. Na gut. Hier ist alles gut, gell? Ja. Soweit ich weiß, scheffeln wir auch weiterhin Gewinn. Das heißt, wir können uns etwas Spaß erlauben. Und zwar, ich gucke nur ganz kurz, ich muss halt wieder ein bisschen reinkommen, ist ja klar. Ah, übrigens, falls ich diesen Knopf nicht erwähnt habe, irgendwann mal, das ist das, was ich lange Zeit gesucht habe. Ich weiß nicht, ob ich es letztendlich gefunden habe oder nicht. Das zeigt wieder die Verbindung zwischen Lagerhaus und Restaurant an. Und Werbung und Restaurant und so weiter und so fort. Ich wusste, dass es optional irgendwann ist. Dann ist es verschwunden, ich habe nur diesen Knopf nicht mehr beachtet, denke ich. Ich mache ihn jetzt einfach mal aus, weil ich ihn nicht dauernd brauche, aber so ab und zu hilft er bestimmt. Ist besser, dass man ihn nach Bedarf anschalten kann. So, jetzt gehen wir allerdings zu einem lustigen Angriff über. Und zwar, ich möchte gerne so eine Aufteilung haben. Hier unten sollen so mein Bereich sein und oben kann von mir aus sein Bereich sein. Und der Typ kann sowieso abkacken. Keine Ahnung, warum der überhaupt hier mitmischt. Okay, und zwar... Und zwar. Ich muss gucken, was ich angreife. Die zwei kann ich theoretisch in einem Zug angreifen, wenn ich Glück habe mit den Polizisten. Hier mit der U-Bahn. Eine meiner Restaurants ist an der U-Bahn. Das heißt, ich kann von da aus angreifen. Die zwei, dann sind die auch weg. Und dann muss ich noch hier in die Ecke kommen. Die Restaurants anzugreifen hat bei dem keinen großen Wert, weil er sowieso zu viel Geld hat und die Öfen sofort neu baut, wenn ich die kaputt mache. Deswegen, das juckt ihn nicht. Dann würde ich sagen, Gangster, Gangster, Gangster. Das habe ich vermisst. Okay, komm mal her, wo bist du? Da. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich mache hier mit der Tastatur, bin ich an der Uhr, damit ich sie schön kontrollieren kann. Wo will ich dann hin? Unten, gell? Okay. Nein! Oh. Gefasst, aber er hat es noch geschafft. Okay. Dann probiere ich jetzt das andere. Oh Gott, was ist denn hier los? Erstmal müssen ein paar B... Ach du Scheibe. Mach mal hier ein bisschen weniger. Ihr müsst mich nicht so gut bewachen. Weg, weg, weg mit euch. Okay. Schon besser. So, komm her. So, jetzt muss ich ein bisschen schnell agieren. Das ist halt mal problematisch an den U-Bahn-Stationen. Und zwar will ich jetzt hier hin. Mal sehen, ob ich das schaffe. Alter. Bei uns stürmt das übrigens gerade. Vorhin so richtig lauter Donner gehört. Falls es überhaupt Donner war. Es kann auch sein, dass irgendwas eingestürzt ist. Nein, er wurde gefasst. Er wurde gefasst. Mann. Komm schon. So. Noch ein Versuch. Und jetzt ist voller starker Wind. Ich sehe, wie hier alles rumflackert. Was war denn das für ein Geräusch? Ach, okay, das habe ich kurz ausgeschaltet, ja. Brauchte das eine Weile nicht. Also irgendwie gehen meine Angriffe ganz ins Leere. Das ist natürlich blöd. Nicht blöd, sondern blöd. Kann ich irgendwas erfolgreich angreifen, einfach so, damit ich noch glücklich heute sein kann? Hier muss ich nicht die U-Bahn nehmen, deswegen etwas besser.
Ja, es ist knapp halt. Das Problem ist, so nah darf er nicht an mir sein, sonst erwischt er mich zu früh. Obwohl, ich gehe nach oben danach. Dann mache ich das. Wir sind jetzt hier hoch. Ah, wer steht mir im Weg? Keiner, das ist gut. Okay, kurze Pause. Jetzt gucken wir, was ich als nächstes angreife. Am besten... Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Eine Oper. Er hat überall um die Oper was gebaut. Dieser Schlaukopf. Ja, da schaffe ich es aber nicht mehr hin. Außer... Doch, 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 es geht, es geht, es geht, es geht. Ich muss gucken, wo er langläuft. Er wollte nur das da angucken. Okay, ist alles gut. Gleich nicht mehr, mein Freund. Gleich nicht mehr. Und zerstören. Er braucht definitiv weniger Einfluss hier. Gut, der Typ geht die blödere Ding rein. So, jetzt was mache ich mit dem noch? Achso, seine Lebenszeit ist eh um. Das heißt, ich kann vermutlich nichts mehr machen. Deshalb, wenn er es schaffen würde, dann wäre es cool, aber wie gesagt, dieser Pixel ist zu wenig. Der verschwindet, denke ich, davor. Wenn er vorher anfängt, dann macht er es auch fertig, klar, aber genau. Ich dachte schon, 2 cm vorher verschwindet er. Na schön. Jetzt habe ich ein bisschen Geld viel verloren, mache ruhig die Zeit allgemein ein bisschen schneller, genau. Was sind das für Problematiken denn? Ja, du hast keinen Bestand, allerdings schließt du sowieso. Da bist du mir egal. Was war hier das Problem? Hier sehe ich ja irgendwo. Unmotiviert. Das habe ich vorhin gesehen. Ja, ja, ihr wart sehr unmotiviert, aber jetzt seid ihr alle fit wieder. Ja. Damit hat sich's erledigt. Tolle Probleme. Also das ist nicht so optimal gelöst. Dass mir die Probleme immer noch stehen, wenn sie eigentlich schon praktisch gelöst sind oder zumindest nicht aktuell sind. Alter, mein Tisch knackst. Hört ihr das eigentlich? Das nervt schon ein bisschen, jedenfalls mich. Ja, manuell komme ich da nicht hin. Ich muss, obwohl, ich könnte so... Ja, toll, ist auch wieder eine U-Bahn. Ich habe noch ein bisschen Geld. Das vierte Restaurant werden wir uns natürlich noch holen. Ich denke, das werde ich heute noch schaffen, auf jeden Fall. Sogar jemand ganz krank, super. Ich weiß, dass ich auch genug Puffer theoretisch habe. Ich möchte noch mehr haben. Komm schon, hau ab. So, und jetzt geh nicht mehr hierhin. Eindeutig zu voll geworden. Geh dahin. Jetzt möchte ich auch beobachten, ob du auch tatsächlich die U-Bahn nimmst. Ja. Nicht, dass er mir einen anderen Weg gegangen wäre. Und schnell umswitchen. Toll. Ja. Mitten, also das haben sie nicht gut gelöst, muss ich sagen. Weil das mit den U-Bahnen ist viel zu willkürlich. Das habe ich noch gar nicht erzählt, gell? Ich muss auch zugeben, ich habe eigentlich den Anfang hier schon aufgenommen. Die Aufnahme ist mir leider ein bisschen flöten gegangen. Beziehungsweise eigentlich nicht, die Aufnahme ist noch da, nur das Problem ist, ich konnte nicht speichern und das Spiel ist abgestürzt. Deswegen muss ich nochmal anfangen, deswegen weiß ich nicht, was ich gesagt habe und was nicht, deswegen muss ich alles nochmal wiederholen und deswegen muss ich aufpassen. Das Spiel wird ja nicht mehr unterstützt, es hat seit dem letzten Mal kein Update mehr bekommen. Das ist auch ganz normal, das haben sie auch bereits gesagt, keine neuen Features soll es mehr bringen. Es wundert mich tatsächlich, dass keine kleineren Updates wie, was weiß ich, Bugfixes und Performance-Dinger und so weiter und so fort fortkamen. Aber okay. Was sie noch machen wollten, ist, soweit ich weiß, ich dachte, die werfen die Pizza. Das wäre auch mal eine coole Animation, statt das, dass sie die Pizza werfen. Die wollten diese Zoom-Möbel noch reinbringen. Das heißt, also jetzt haben wir zum Beispiel sommerliche Möbel, soweit ich weiß, drin schon. Je nach Forschungsgrad hat man ja auch mehr zur Verfügung. Das nervt
nervt mich jetzt, dass ich das nicht klein gekriegt habe. Noch ein Versuch. Ah! Ich komme da nicht hin. Dann latschen wir halt jetzt manuell. Ja, ich gebe zu viel Geld dafür aus, aber was soll's. So, komm. Ich latsche jetzt dahin. Ist mir egal. Jetzt, oh, ich habe es im Geschäft gesehen. Habe ich euch erzählt? Im Geschäft habe ich gleich am Septemberanfang, also jetzt quasi, als erstes, was mir ins Auge gestochen, Ostereier gesehen. Gut, da dachte ich, war es schon Ostern, weil ich keine Ahnung habe immer, wann, welches Kram ist Halloween, Ostern und so weiter. Als Kind hat es mich interessiert. Auch wegen den Ferien. Mittlerweile achte ich gar nicht drauf, deswegen bin ich mal überrascht, wenn sowas da ist. Aber dachte, gut, okay, ist Ostern bald. Daneben dran war ich aber schockiert, was ich noch gesehen habe. Weihnachtssachen. Ich will euch nicht verarschen, da waren Weihnachtssachen schon dabei, Schokolade und so ein Kram. Alter, willst du mich verarschen eigentlich komplett? Wow. Mann, komm schon. Ihr wollt mich alle verarschen hier. So. Weihnachtssachen tatsächlich habe ich schon gesehen. Und dachte, Gott, ja, wollt ihr mir schon Druck machen? Muss ich schon schnell Geschenke einkaufen gehen oder was? Danke. Gratis ungünstig. Seitdem der nicht kalendarische, sondern meteorologische Herbst angefangen hat. Übertreiben die Geschäfte mal wieder, sofort. Die können keine Sekunde warten. So, das kriegen wir kaputt. Das braucht jetzt zwar neu, aber ist mir egal. Vergesst mal, wie man das hier. Dass es so viele Ressourcen kostet, diese kleine Animation immer zu machen. Aber na gut. Gehst du zu meiner Explosion? Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung, das ist gut. Denn ich will so viel zerstören wie möglich. Jetzt, wo geht er hin? Okay, wieder zurück. Oh, dann habe ich die Ecke tatsächlich frei bekommen. Halleluja, jetzt ein bisschen zu viel Geld tatsächlich ausgegeben, aber sonst ist gut. So, kriege ich noch mit dem was hin? Ah, diesmal kein Pixel übrig, aber wird dennoch zu knapp, denke ich. Vor allem, wenn mir natürlich jeder hier im Weg steht. Ja, okay, habe ich riskiert. Leider daneben gegangen, na gut. So, jetzt hatten wir unseren Spaß. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch an die Arbeit. Denn wir brauchen noch ein viertes Restaurant. Mach mal ein bisschen hier ein bisschen frei, so. Welches hatte ich denn noch im Auge? The Bush schon mal nicht. Bonzen ist eindeutig spezialisiert und in dem Teil kann ich mich irgendwie nicht auf Bonzen spezialisieren. Ich weiß nicht. Ich komme mit denen irgendwie, werde ich mit denen nicht warm. Hier ist so gut wie nichts los. Okay. Und, ja, aber das ist neben einer Fabrik, eben. Da ist die U-Bahn-Station. Ich habe auch diese Statistiken nicht. Guck mal, die zeigen mir so wenig an. Allerdings, hier ist doch voll mit den Dingern. Guck mal, bis 12 zeigt es circa an, gell? Das ist hier weit runter, deswegen kapiere ich es nicht. Ist das auch eine Fabrik? Nee, ein Apartment, okay. Und das ist genau neben der U-Bahn, also der Einflusskreis ist noch in der U-Bahn. Also die Statistiken sind auch sehr seltsam. Wie die berechnet werden, weiß man leider nicht. Zumindest niemand außer die Entwickler. Zum jetzigen Zeitpunkt. Finde ich auch schade, dass keiner so großartig an Mods oder so bastelt. Weil das Spiel hätte mehr Potenzial noch gehabt. Und wenn die Entwickler sagen, ey, wir sind fertig. Also bitte, da sind doch ein paar geniale Köpfe bestimmt, die das Spiel gezockt haben und auch dachten, hey, dies, das, jenes kann auch da reinkommen, schmeißen wir es einfach da rein. Oder nicht.
Ich gehöre jetzt nicht zu den genialen Köpfen. Aber, wie gesagt, wenn ich sehe, was die Leute in anderen Spielen machen, Fallout höre ich zum Beispiel sehr oft, was die da alles zusammenbauen und so. Natürlich, die Community von Pizza Connection 3 oder allgemein Pizza Connection ist nicht so groß. Aber dennoch, findet sich denn keiner, der sagt, ey, ich mache jetzt nochmal 80% zusätzliche Features rein? Ich meine, man kann sowieso viel Kram machen. Stellt euch vor, jemand baut die Städte aus Pizza Connection 2 nach zum Beispiel. Könnte man das als Remake sogar noch verkaufen. Wäre doch geil, oder nicht? Ei. Okay, also das Rechte wird wahrscheinlich meins sein. Und nicht, weil ich so rechts bin, sondern weil mir die Fabrik da hinten gefällt einfach. Und ich mit Arbeitern gut warm werde. So. Hier läuft's, gell? Ja, okay. Diese blöde Dingsbums. Wer ist denn da dauernd eigentlich krank? Hier, zeig mal die Angestellten her. Hm, ja, da fällt... Wow. Okay, mein zusätzlicher Typ fällt aus. Okay, gut, der arbeitet aber auch sehr lange. Man merkt, wenn ich sie länger arbeiten lasse, tatsächlich, die halten das auf Dauer ja nicht aus, tatsächlich. Das ist schon problematisch. Ja. Das Gute ist wiederum, wenn ich das richtig sehe, ja, immer nur so meine Notfallleute fallen aus. Also die, die ich tatsächlich zusätzlich sozusagen drin habe, weil nicht ganz knapp nicht genug reinkommt, die fallen aus, weil ich sie extra lange arbeiten lasse. Gut, die Lieferanten auch, aber das ist ja nicht schlimm. Und alle anderen arbeiten normal oder fast normal, aber halten es dementsprechend auch aus. Seppa war das da, genau. Hier ist nichts. Alter, jetzt wollt ihr mich verarschen, warum werdet ihr krank? Gut, man kann das ja leider nicht komplett aufhalten, klar. Achso, ich wollte beim Pizzawagen nachsehen, aber der hat ja keine Angestellten. Okay, und Geld kommt wieder rein, wie ihr seht. Also ich kann mir definitiv eins leisten. Ein neues Restaurant und wie gesagt, das machen wir gleich. Dann haben wir die amerikanische Verwandtschaft geschafft. Ich bin noch ein bisschen aus der Story tatsächlich raus. Müsste ich auch mal wieder reinkommen. Wobei Story, viele sagen, ja, ja, ist so ein bisschen lappig. Mein Gott, was wollt ihr für eine Story haben? Frage ich dann immer. Im Zweier, wie gesagt, war nichts Großartiges. Da hätte man es auch so sagen können, ja. Mach halt Pizza. So, zusammengefasst ist es ja. Das war's. So, sehr schön. Ich mag es leider nicht. Ja, mein PC ist leider nicht der neueste. Aber wir können es spielen. Von daher ganz gut. Genau, dann holen wir uns. Ich warte noch bis zum Tageswechsel und dann attackieren wir. Ah, beziehungsweise habe ich geguckt wegen Lieferant und so. Sag mal, Lieferant macht den Blödsinn weg. Ja. Danke. Warum musst du mich immer dahin werfen eigentlich? Was ist los? Was ist los? Was ist das? Warum sind so viele rote Zahlen? Und warum steht da perfekt? Was ist das? Trend? Was? Wie kann der um so viel fallen? Hallo? Was ist das? Sind alle so? Nee. Nur Seppa geht's nicht gut. Jetzt muss ich kurz kontrollieren, was hier abgeht. Finanziell? Habe ich immer noch 6000 plus gemacht, okay. Zeig mal her, Seppa hat aber immer noch plus gemacht. Solange sie eigentlich Geld machen, ist es mir egal. Das ist der Scheißladen, der macht auch langsam ein bisschen viel Minus. Na gut, worauf ich jetzt achten muss, ist, dass der hier auf jeden Fall plus macht. Deswegen schön aufpassen. Dann fangen wir an. Wir drücken auf Pause. Die Pause.
Lyndon B. Johnson. Hört sich doch gut an. Danke, liebes Spiel, dass du speicherst. Ich weiß auch nicht, warum er die Speichereinstellung nicht speichert. Das ist ein bisschen verwirrend. Weil ich sage ihm immer, speicher in dem Intervall und dann beim nächsten Mal weg. Also ist nicht mehr vorhanden, die Einstellung. Naja, was brauche ich denn alles? Jetzt, wie gesagt, jetzt, nach langer Zeit muss ich wieder ein Restaurant erschaffen. Das könnte schief gehen. So. Will ich einen Lieferdienst machen? Ich mache einen Lieferdienst. Das heißt, 4 Räume bleibe ich dabei. Es gibt keine andere Konstellation, die ich mag. Nee, ich will dahin, Architekt. Auch nicht. Doch. Grundriss. Doch, es gibt andere 4er Räume. Dienstboten. Lager, Küche, Essen. Was sind rein? Nee, dann ist okay. Dann ist okay. Lager, Küche. Mach das zum Gästeraum einfach. Obwohl, nee, ist doch richtig. Die sind ja hier, gell? Dann mach das lieber zum Gästeraum. Speisesaal. Das in Küche und das macht zum Dingsbums Garage. Genau. Das kostet ja sowieso nichts. Innenarchitekt habe ich bisher noch nie beauftragt, gell? Wenn ich jetzt mache. Arbeiter. Kostet der Typ mir 4800 oder die Möbel? Ich denke, der Typ nur, gell? Soll ich das einmal machen? Ich habe das bisher noch nie gemacht. Wisst ihr was? Ich speichere kurz und guck mir das Ergebnis an.